herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Trashothek Movie Minutes. Heute zu einer ganz besonderen Ausgabe, weil... Wir werden 50. Also nicht wir, sondern die Movie Minutes. 50. Ausgabe. Wir werden nur immer dicker. Das werden wir auch, Sven. Immer dicker. Stimmt. Ist denn einer von euch schon 50? Nein, Gott sei Dank noch nicht, aber... Na! Oh, sich das empfehle ich wie groß. Nein, Gott sei Dank noch nicht. Ich bin zwar auf dem Weg dahin, demnächst darf ich aufrunden mit dem nächsten Geburtstag, aber noch ist es nicht so weit. Gott sei Dank noch nicht ganz. Ja, 50 Sendungen Movie Minutes, das bedeutet eine ganze Menge. Vor allen Dingen haben wir 50 Sendungen gemacht, wo wir jede Menge Trash-Film, Exploitation-Film, alte wie neue Sachen präsentiert haben. Und heute eigentlich hier sind wir in Löhne im Film Retro Shop oder Retro Film Shop, ich kann es mir nie merken. Film Retro Shop, Film, ja. Retro Shop ist richtig rum, ja. Und hier findet wieder die Retromania statt, die Retromania 2. Das ist so eine Filmmesse für Fans, Freaks und Freunde des nicht gerade digitalen Films. Die Hintergrundgeräusche kommen auch nicht vom Band. Es sind wirklich Menschen um uns rum. Ist eigentlich wer im Hintergrund? Ja, die wirklich noch Videokassetten kaufen. Das sind übrigens echte Menschen, da läuft kein Film oder so. Pass auf, die kann man anquatschen. Hallo! Reicht schon, danke. Okay. Ja, Hendrik, du hast hier diesen Film Retro Shop ins Leben gerufen. Das ist mittlerweile das zweite Ladenlokal. Du bist umgezogen jetzt vor kurzem. Was ist immer Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Ich meine, ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, alles wird besser, digital, High-End, High-Definition und so weiter. Und du verkaufst noch Videokassetten? Also normalerweise wäre es ja auch nicht unbedingt sinnvoll, einen neuen Laden aus dem Boden zu stampfen mit Videokassetten. Aber ja, es hat sich so ergeben in den letzten Jahren. Also wir haben viele Freunde und Sammler und Kollegen getroffen, die alle so ein bisschen auch Videokassetten gesucht haben. Und ich habe in der Zeit parallel dann auch versucht, eben viele Videokassetten vor der Mulde zu retten. Also eher Videothekenauflösungen oder Sammlungen mit alten Sachen aus den 80ern zu bekommen, um die dann halt in einem Lager unterzubringen. Erstmal so als Erinnerung an früher, dass man auch sagen kann, ich habe den und den Film noch original, wie es damals war, wie er rauskam. In einem Lager unterzubringen, als Erinnerung von einem Filmfan, Sascha. Ja, Entschuldigung, ich leide heute sehr unter Kopfschmerzen. Ich weiß jetzt auch warum, da ist ein echt fieser Fliesentisch aus den 80ern. Das muss doch so sein. Ich meine, das ist eine 80er-Jahre-Videothek und deswegen haben wir auch die 80er-Jahre-Möbel, sonst würde ich mich nicht wohlfühlen. Ne? Ja. Ja, und du hast dann wirklich viele Kunden, die hier hinkommen. Wir sehen es ja auch hier bei der Hausmesse, sagen wir es mal so, der Retromania, der Ladenplatz eigentlich aus allen Nähten, auch wenn gerade die meisten draußen an der Würstchenbude sind, weil die Würstchenbude vorgefahren ist. Aber es ist wirklich voll und es macht Spaß. Sven, du bist zum ersten Mal hier. Ich bin irgendwo zwischen beeindruckt und... Ja, die andere Vokabel fällt mir noch nicht ein. Blankes Entsetzen? Ich bin ja schon dafür bekannt, dass ich dann doch eher so der digitalere Mensch bin. Es ist schön, mal wieder VHS-Kassetten zu sehen, aber ich glaube, nochmal mich darauf einlassen könnte ich, glaube ich, nicht. Für mich ist die Zeit vorbei. Ich habe mir wirklich heute noch zwei Kassetten gekauft, kaum zu glauben. Aber das sind Filme, die gibt es aber noch nicht auf DVD und Blu-ray. Das ist so der Hintergrund dabei. Und da ich noch einen alten Rekorder habe, kann ich mir die nochmal angucken, weil man die gerne nochmal sehen möchte. So. Aber... Jetzt mal so für dich, dein Herz hängt da dran, dein Herz hängt hauptsächlich, ich meine, wir hatten dich ja auch schon mal in den Movie Minutes, schon vor einigen Sendungen, aber dein Herz hängt wirklich noch so am Analogen. Du guckst dir die auch wirklich noch gerne von VHS an? Ja, also ich weiß nicht, das ist ja vielleicht auch ein bisschen, ne, kleiner Nerd, steckt dann in mir, ich weiß das nicht, aber... In uns allen. Ach was! Also wenn ich die Videokassette in der Hand habe, das ist einfach noch wirklich das, ja, das Original, das ist halt ein schönes gezeichnetes Cover und das ist halt kein Auf... Wasch oder irgendwas neu veröffentlichtes, wo dann einfach nur der Star halt steht und neu gezeichnet wurde oder einfach nur ein Foto vom Hauptdarsteller drauf ist oder sowas, sondern nichts Recyceltes, sondern das Original. Und dann lass es eben auch eine etwas schlechtere Bildqualität sein, aber das bei dem Original macht einfach Spaß und ja, man hat wirklich was in der Hand. Das ist halt ein bisschen Zeitgeschichte, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Und ich denke mal, irgendwo einen Grund haben dann die anderen Kollegen und Leute auch. Da hat man was in der Hand. Es ist wirklich nicht vorbereitet, aber während du das sagst mit dem Cover und so, guck mal, wir nehmen einfach die oberste Kassette mal von hier. Ich zerre das mal ins Licht der Kamera. Hier, da hast du dann hier direkt sowas mit einem Relief und so. Ist ja nicht so, als würde es das heute gar nicht geben. Auf den Blu-rays und so. DVDs und Blu-rays, die wieder mit diesen 3D-Covern, mit diesen Prägel-Covern hergestellt werden. Gerade auch für Sammler halt. Aber das sind halt noch die Originale. Das sind die, genau. Das sind die, so, da kommt's die her. In den 80ern und 90ern auf den Markt gekommen sind. Halt, vor allem die 80er, denke ich mal. Bei geil. Dir. Ja, und mittlerweile Louise als Großtante Kate. Ja. Also da sieht der Film auf jeden Fall noch interessanter aus und wie er jetzt wirklich ist, keine Ahnung. Aber damals war es echt so, da musste irgendwie ein tolles Foto oder ein tolles bezeichnetes Motiv kommen und der Film war wahrscheinlich Grotte, aber er musste sich verkaufen oder er musste dann verliehen werden. Und
auch wenn es jetzt heutzutage viele Sachen schon auf DVD gibt, aber irgendwie, ich finde VHS, ne, sehen wahrscheinlich die anderen auch so, man möchte dann doch noch ein bisschen 80er Jahre sammeln, weil es gerade auch schwieriger eine gute alten 80er Jahre VHS-Kassette zu kriegen, als wenn du dir vielleicht manchmal von 1000 Stück ein Steelbook auf DVD kaufst. Es gibt dann vielleicht mal 1000 oder auch 5000 Stück und das Ding gibt es vielleicht nur was, 15 ja, Mal, noch keine Ahnung. Auch, ich habe es ja auch schon öfters gesagt, ich bin schon ein Fan von Blu-rays mittlerweile, gebe ich ganz ehrlich zu, weil dadurch natürlich auch viele Filme wieder in einer restaurierten oder guten Fassung auf den Markt kommen. Auch vor allem in dem Format, wie es die Regisseure sich damals auch vorgestellt haben. Weil gerade in der Videozeit, in den 80ern, hat man ja rechts und links ein Viertel des Films weggeschnitten, um sie ins 4:3-Format zu bringen halt. Aber ich finde auch, da gebe ich dir recht, so eine Videokassette hat einfach noch was. Aber es liegt einfach daran, weil ich auch noch damit groß geworden bin. Ich meine, die heutigen Generationen, auch von den jüngeren Zuschauern, die gerade vielleicht so reinklicken, reinklicken übers Internet, ganz klar, die wissen es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, wie so eine Videokassette aussieht. Ich war letztes Mal noch ganz erstaunt, dass ich nochmal eine VHS-Leerkassette bei, ich glaube, in irgendeinem Discounter an der Kasse gesehen habe. Da konnte man noch Leerkassetten kaufen. Da war ich ganz überrascht, weil ich habe das ja auch schon seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr genutzt, eigentlich das Medium. Wobei mir eine Sache neuerdings aufgefallen ist, das eine ist ja das Thema wirklich der Film selber, die Qualität. Also da werden natürlich neue Abtastungen, Blu-ray und so, die ehren den Film ja dann wieder. Die Form darüber kann man dann wieder streiten, ob alles in diesem blauen Amarei ist oder eben ob man mal hier so eine schöne VHS-Geschichte in die Hand nimmt. Aber was mir aufgefallen ist, im Zeitalter des Streamings, wo alles immer auch für mich ja verfügbar ist, zum Beispiel Amazon Prime, da gucke ich unheimlich viel drüber, aber diese permanente Verfügbarkeit ist auch seltsam. Da merke ich schon, wie ich schon abschweife, noch während der Film läuft, weil es ist zu verfügbar. Und das, glaube ich, wovon du vorhin so ein bisschen das angedeutet hast, ist, dass das einzelne Medium ein bisschen mehr zu ehren, dass das was Besonderes ist. Ich glaube, es fehlt auch immer mehr der Event-Charakter, sich tatsächlich, wenn man sich einen Film anschaut, auch wenn man es mit anderen Personen zusammen macht. Dadurch, dass man es immer und überall macht. Ich kann ja, wie gesagt, Amazon Prime kann ich auch in der S-Bahn über mein iPhone haben. Das heißt, da ist natürlich eine Verfügbarkeit, die weit über das hinausgeht, was früher da war, aber daher ist die Wertigkeit natürlich dann tatsächlich auch eine etwas andere. Aber ich bin jetzt tatsächlich jemand, der diese Vorzüge wirklich sehr zu schätzen weiß auf der einen Seite, aber wenn ich mir überlege, mit welcher Aufregung ich zum Beispiel Anfang der Mitte der 90er noch jede Woche in die Videothek getapert bin, um mir damals Star Trek Voyager auf VHS zu besorgen, weil die kam ja da irgendwie in so einem 2-Wochen-Rhythmus oder so raus, das hat man ja so heute nicht mehr. Da werde ich sicherlich die im nächsten Jahr kommende Star Trek-Serie anders wahrnehmen. Da musste der Reiz auch ein anderer sein, weil du warst, der war ja auch klar, du musst den Scheiß auch wieder zurückbringen, wenn du ihn geguckt hast. Ja, das war das Lässigste, ne? Im Hintergrund haben wir jetzt gerade schon die erste lustige Videopolonaise hier gesehen. Also wir sehen, es gibt wirklich echte Menschen hier und nicht zu wenige. Aber diese ständige Verfügbarkeit, da will ich gerne mal drauf zurückkommen, ganz kurz, aber es ist ja gar nicht alles verfügbar. Es sind ja eigentlich nur die Sachen verfügbar, die der Mainstream letztendlich guckt oder die gefordert werden. So die kleinen Raritäten oder Sachen, die wir in der Treasure Dig vor allen Dingen vorstellen, da kommen wir ja gleich im zweiten Block zu. Gerade von den Filmen, die wir in den letzten 49 Sendungen vorgestellt haben, wird man die wenigsten, vielleicht mal gerade, wenn es hochkommt, ein Drittel oder die Hälfte allerhöchstens irgendwo bei Amazon Prime oder bei Netflix finden. Aber weil es so einfach ist, verführt das ja auch eben. Das heißt ja auch, es verführt auch zum Mainstream, weil da es ist so einfach, wenn du abends müde bist und sagst, komm, suche ich jetzt noch was raus oder wo kriege ich her? Du mal in deine drei Etagen hohe DVD-Sammlung und ganz hinten in der hintersten Ecke die eine Blu-ray rauskramen, die du ganz irgendwo verschoben hast, dann machst du doch lieber Amazon Prime an, oder? Ja, man ist auch wahrscheinlich bequem geworden. Du fliegst ja. Naja, aber also selbst wenn es jetzt nicht nur um Streaming geht, wenn man sich überlegt, mit welcher Geschwindigkeit man zum Beispiel heute durch, wir machen übrigens keine Werbung für Amazon, das taucht jetzt gerade so auf. Ja. Ich habe innerhalb von Netflix, innerhalb von 24 Stunden habe ich in der Regel irgendwelche Blu-rays oder sowas in der Packstation liegen. Ich muss mich an keine Öffnungszeiten halten. Die Verfügbarkeit ist einfach die ist halt einfach eine ganz andere heutzutage und die verändert dann natürlich auch das Konsumverhalten. Mein gut, wenn es noch Videokassetten gäbe, dann wären die genauso schnell da wie eine DVD. Das unterscheidet sich jetzt nicht. Amazon brauchte nur ein viel Kann man deine Videokassetten online kaufen? Jetzt aber. Man kann, aber wir sind nicht so schnell wie andere vielleicht. Weil ich muss sie noch persönlich dann raussuchen und verpacken und das dauert vielleicht mal 2 Tage. Habt ihr da noch kein Robotersystem hier irgendwo eingebaut? Pfui, das ist auch wieder Humbug, so ein neumodischer Kram. Humbug! Humbug, sehr geil. Okay, apropos Humbug. Wir haben 49. Dieses Wort direkt aus den 80ern, wo die Humbug. Präsentiert von Hendrik. Humbug.
Genau. 49 Sendungen, da ist jede Menge Humbug zusammengekommen. Wir gucken jetzt mal in einen Blog rein. Wir wagen eine Reise zurück in die letzten 3 Jahre der Trashotic Movie Minutes und schauen mal, was da so alles gelaufen ist, okay? Wir gucken einfach mal jetzt hier live im Film Retro Shop rein. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde der DVD-Grabbeltische und des Trashfilms. Herzlich willkommen bei der Trashothek und den nagelneuen Movie Minutes. Bitte. Liebe Trauergemeinde der VHS-Kassette, liebe Freunde der Discounter-Katastrophen, im Arthouse-Hasser, Synchronsympathisanten, der Stargate-Tramper, Welteneroberer, V8-Petroleum-Schnüffler, der Amazonen-Liebhaber, Fans des gesteigerten Handkantenschlages, 911-Wähler, Rauchfleisch-Fetischisten, Freunde des Blaxploitation-Easterns und ihr Akarophobika und Trashfilmfreunde. Hallo, bei einer weiteren Folge von Ich finde gar nicht so gut, wie der Thorsten den Baum hingestellt hat. So. Empfehlung Nummer 1 an Nummer Halloween. Eins. Okay. Gehen wir weiter. Also ich habe jetzt für mich mal ein neues Genre aufgemacht und das nennt sich Arthouse Trash. Ja. Oh, und davon handelt dieser wunderbare Film. Oh, Thorsten, was ist denn das? Oh mein Gott! Milo ist ein Arschdämon, kann man eigentlich so sagen. Dieser verdammte Klimawandel, das wird immer schlimmer. Ach, was soll's, nur eine Mücke. Ich kann euch sagen, die Special Effects in dem Film sind ungefähr genauso wie die bei uns. Und immer dann, wenn Duncan besonders viel Stress hat, kommt Milo aus dem Arsch von Duncan und bringt die Verursacher dieses Stresses um. Um dann hinterher wieder in den Arsch von Duncan zurückzukriechen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich auch einen Arschdämon haben möchte. Sehr gut gefällt mir auch Keegan in dieser Liste von 5 Schauspielern, der einzige Schwarze. Und der folgt natürlich den Gesetzmäßigkeiten des Genres. Keegan, der klasse Kumpel, der als erster drauf geht. War genau. Ja klar. Das war Nymph. Auch ein schönes. Ja, und ihr seht, Sascha ist heute nicht da. Sascha hat ganz kurze Haare und viel mehr Haare im Gesicht als sonst. Sascha ist nämlich heute der liebe Sven. Es geht heute um Godzilla. Sven ist schon wieder so total begeistert. Viel, viel krasser und viel, viel geiler. Es ist ganz anders, als ihr denkt. Auf jeden Fall. Stars. Wie viele Stars hast du in deinem Film? Ich habe Anne-Marie Johnson. Vergiss es. Bekannt aus Cosmos. Ich habe Kirk Douglas, ich habe Martin Sheen. Ist schon mal ein Punkt für uns. Danke. Ding, ding, ding. Genau. Und shit! Tada! Manchmal habe ich Angst. Es macht einen Gesamtwert von 2,8. Habe ich vorhin ausgerechnet. Mensch, die dritte Bewertung und schon haben wir einen Gleichstand. Oh mein Gott. Okay, selbst dem mathematisch weniger geneigten Trash-Fan wird aufgefallen sein, dass die Gesamtsumme von 15 Punkten geteilt durch 5 einen Durchschnittswert von 3 und nicht 2,8 ergibt. Leider ist uns diese Tatsache erst beim Schnitt der Sendung aufgefallen. Wie das passiert konnte. Der ist ja noch schlimmer, jetzt ist er sogar besser als Dead Heat. Lass uns schnell über... Okay. King Cobra reden. Ja... Ach, du bist gleich dran. Okay. Ich komme dich ja gleich drüben holen, ja? Okay? Ja, also allein in der ersten Episode wird direkt in den ersten 2 Minuten darüber diskutiert, ob jetzt Ärsche besser sind oder Brüste. Und das diskutiert er dann mit Cutie aus. Da habe ich mich dann schon, als ich das geschaut habe, so ein bisschen gefragt, ist das nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sexistisch? Aber ich glaube, das ist einfach der Humor. Hier nehme ich einen patriotischen Hund. Und ich glaube, da bekommt er eine erste Vorstellung davon. Es ist Was da zu erwarten ist. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, wie denn ein Flugzeug gegen einen Vulkan oder ein Vulkan gegen ein Flugzeug kämpfen kann. Wir haben das mal mit den heißesten und mit den modernsten Tricktechniken für euch verdeutlicht. So, das ist im Prinzip die Zusammenfassung des Films. Das dürften auch so ziemlich die gleichen Spezialeffekte sein, die in diesem Film angewendet worden sind. Effekte. Ja. Ja, da. Ding, 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 ding. Von 110 richtig geile, schräge Science-Fiction-Horror-Trash-Gurken in einer Sammlung. Und wer das damals schon mitgesammelt hat, so wie ich, der hat jetzt einen Schuber voll DVDs. Die Story und Idee ist bei beiden gut. Kannst jetzt wohl nichts mehr sagen. Flugzeugträger wandelt in der Zeit. So. Also für beide.
Punkt. Bing, bing. Genau. So, und so weiter und wollen sich jetzt die Erde übernehmen. Ja, sie haben den aber auch wieder so ein bisschen hingekriegt, nur jetzt haben sie das Problem der Überbevölkerung. Ja. Deswegen brauchen sie noch einen zweiten. Du bist echt so ein Korinthenkacker. Ja, ich will ja nur sagen, dass ich einen Film gesehen habe. Oder dieser Film hat mehr Lensflare-Effekte als alle Filme von J.J. Abrams zusammen. Kane. Also, viel Spaß mit. Zum einen, der Regisseur ist Antonio Margheriti, der sich gerne Antonio M. Dawson nennt. Und genauso, finde ich, genauso ein bisschen sind auch diese Filme. Von 20 Punkten kommen. Und das heißt, jetzt ehrlich, das Ding hier, Access im Folterkeller, Teil 2, 4,0. Gurkenalarm. Ja, und damit ist das Ding wirklich ganz oben. Ganz oben. Es ist aber auch ein fancy Aufkleber dabei. Von Wolfkopf. Von genau. Wolfkopf. Die Idee zu diesem Machwerk hatte kein geringer als L. Adamson, einer der Könige des Z-Films, wenn man so will. Das ist nämlich eine Videoreihe oder Videos in Japan, die heißen Crush by Venus. So, und da sieht man leicht bekleidete junge Damen, die auf Modelleisenbahnlandschaften Autos zertrampeln. Und, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Trashothek Movie Minutes, denn es ist wieder Donnerstag. Sascha? Thorsten? Ich glaube, du hast da was im Nacken. Hör mal. Was? Guck mal, was hast du im Nacken gehabt? Hä? Ja. Und die letzte Kategorie, in welchen der beiden Filme tauchen mehr Flugzeugträger auf? Hallo? Bing, bing, bing. So, und damit haben wir 4 zu 4, unentschieden, alles klar. Thorsten? Was denn? So. Hallo? So viel erst einmal zu 49 Sendungen Movie Minutes. 65 Filme haben wir besprochen, insgesamt 528 Minuten Material produziert. Das sind ungefähr 8,8 Stunden voller Trash. Das sind 528 Minuten voller Freude am Genre. Ja, 528 Minuten, die man weniger zu leben hat. Und dafür möchte ich mich bei euch beiden nochmal recht herzlich bedanken, dafür, dass ihr immer so schön mitmacht und auch die Filme immer allerartig anguckt, die wir so aussuchen. Das heißt, die ich euch meistens zum Gras vorwerfe. Ja, und natürlich haben wir unser eigenes Bewertungssystem. Wir haben den Hendrik jetzt in eine Tafel verwandelt. Ja, nee, der musste gerade noch ein paar Videokassetten verkaufen. Ah. Der ist nochmal schnell los. Man mag ja gar nicht glauben, dass jemand noch Videokassetten verkauft. Ich komme da ja immer noch nicht drüber hinweg. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe auch noch zwei gekauft. Das mag, wenn man, ich finde es einfach immer noch, irgendwie hat es was. Aber ich stelle mir die nur ins Regal, aber ja, ich gucke sie nicht mehr. Aber nun gut. Also viele von den Filmen, die bei uns gelaufen sind, gibt es allerdings nicht mehr auf Videokassette. Die gibt es nur noch auf DVD oder sogar Blu-ray. Mhm. Und absolutes Highlight, muss man ja sagen, wir haben ja unsere lustige Wall of Trash, die immer mit dem Trashometer bewertet wird. Die alten Zuschauer werden es kennen. Die, die es nicht kennen, sollten einfach mal in eine unserer Sendungen reingucken. Wir erklären das jetzt nicht nochmal von vorne, das würde den Rahmen sprengen. Aber wir haben ja eine Liste voller toller Filme mit einem Durchschnittswert hinten dran. Und die beiden Höchstwerte, die beiden Filme, die bisher den höchsten Wert erreicht haben, das ist Turbo Kid und Let Us Pray. Eigentlich zwei ganz unterschiedliche Filme vom Typ her. Die haben aber beide 4,2 von 5 möglichen Punkten erreicht. Aber alle Filme, die hier drauf sind, kann man sich durchaus angucken. Was waren denn so eure Highlights? Fangen wir mal bei dir an, Sven. Dein persönliches Highlight. Oh, ich muss ja sagen, also ich fand Turbo Kid tatsächlich ziemlich großartig. Ich hatte da sehr viel Spaß bei. Fand allerdings auch in der Gewalt der Riesenameisen, da hatte ich ebenfalls sehr viel Spaß bei. Ich brauchte bei den Riesenameisen allerdings eine Flasche Bier mehr als bei Turbo Kid. Gebe ich ganz offen zu. Aber das hatte was. Ja. Ich glaube tatsächlich, so mein Favorite insgesamt ist tatsächlich Danger 5. Zwar kein Film, sondern eine Serie, aber da war viel Schönes drin. Ja, Danger 5 ist ein schönes Stichwort sozusagen. Mit Danger 5 haben wir die allererste Movie Minute Sendung gemacht, ja, mit der ersten Staffel. Ich kann lustig, sagen, ne? Weil die erste Sendung, die wir gemacht haben über Filme, war dann eine über eine Serie.
Genau. Und wir haben in der letzten Folge, also Folge 49, haben wir Danger 5 die zweite Staffel durchgenudelt. Und die hat sogar noch besser abgeschnitten als die erste. Ist auch ziemlich weit oben gelandet. Ja. Sascha, dein persönliches Highlight von den ganzen Filmen, von dem ganzen Trash, den wir so gesehen haben. Ach, Herr Jemene, ja, ich würde ja gerne mehrere auf dem obersten Platz mit der Goldmedaille ehren. Drei möchte ich gerne rausgreifen. Highlight. Highlights. Genau. Mein Highlight ist sicherlich auch Turbo Kid. Aber das ist natürlich an jemand an Platz 1, das ist so ein bisschen wie Bayern-Fan zu sein. Ja, das ist ganz leicht. Mein persönlicher Favorit ist aber die Macht der Fünf. Die Macht der Fünf. Force 5. Also nicht zu verwechseln mit Danger 5. Wir hatten ja dann sogar... Kann ich das Mikro abnehmen, damit du die Geste machen kannst? So, komm her, mach mal die tolle Geste. Wie viele Kämpfer brauchen Sie? Wie viele Leute? Fünf. Fünf erfahrene Kämpfer. Und dann seine krummen Kämpferfinger. Die sind einfach tausendmal geil. Gebrochen. Ja, auch ein sehr schöner mit der Karate-Kämpferin. Und wir haben ja auch in der Sendung herausgestellt, dass bei Force 5 eigentlich sechs sind. Genau. Und dass wir die Ehre erfahren durften, für Deutschland dann nochmal den Trailer neu aufzulegen. Ja, ja, wir haben den Trailer sozusagen teilsynchronisiert und ja, mit unserem Haus- und Hofsprecher versehen. Und sie hat alles, was du dir wünschst. Ich brauche eine Frau, die was im Kopf hat, die nicht verliert und kämpfen kann, ohne ihren Kaugummi aus dem Mund zu nehmen. Aber auch da empfehle ich euch einfach in die Sendung reinzugucken. Force 5. Die Macht der Fünf. Aber es ist halt schwierig, ohne anderen Filmen wieder Unrecht zu tun, weil da sind wirklich so einzelne Sachen drin, die ich so richtig, richtig geil fand. Ich nehme halt immer eine Einteilung, eine grobe vor, ohne jetzt zu sagen, das ist besser oder schlechter. Ein Film wie Force 5 ist richtiger Trash, der war, so wie er ist, beabsichtigt. Ja. Als Film, also ernsthaft. Ja. Und dann gibt während es da welche... Turbo Kid sind ja quasi eine Hommage an ja, Turbo Kid ist beabsichtigt im Trash, so muss es formulieren. Ja. Und Force 5 war ernst gemeint. Genau. So, der ist halt nur unfreiwillig komisch. Genau. Das ist halt das Wesen des echten Trash eigentlich. Klar, billig runtergekurbelt, das war denen damals auch schon klar, dass das nichts Oscar-würdiges ist, aber die unfreiwillige Komik da drin wird ja heute von Filmen wie Turbo Kid ja nur kopiert. Aber das soll ihn nicht mindern, der war großartig. Thorsten, deins. Ja, ich hatte auch schwer zu kämpfen, aber es sind nicht die Filme, die ihr jetzt genannt habt, auch wenn das alles großartige Trash-Gurken sind. Also mein persönliches absolutes Highlight, das ist halt sehr subjektiv, ist Monster aus dem All. Den haben wir auch erst in der vorletzten Sendung präsentiert. Das ist eine amerikanisch-japanische Science-Fiction-Produktion und eine wunderbare Trash-Gurke mit schleimigen Monstern. Der Film heißt im Original auch The Green Slime, hat einen tollen Soundtrack, tolle Darsteller, ist beabsichtigt, hektisch und hat tolle Gummimonster. Und der Film ist einfach jahrzehntelang nie erschienen. Ich habe immer darauf gewartet, dass er endlich mal auf DVD oder Blu-ray oder wie auch immer rauskam. Den hat es nicht mal als VHS-Kassette gegeben. Den hat es nur 59 in der Kinoauswertung gegeben in Deutschland mit der deutschen Synchro. Und der lief 2-3 Mal im Fernsehen und seitdem war er nicht mehr gesehen. Keine Super-8-Auswertung, keine VHS, keine DVD. Und der kam jetzt keine Betamax. Keine Betamax, keine Video 2000. So, nix. Und der ist jetzt wirklich vor 2 Monaten auch schön in einer sehr guten Qualität, in allen 3 Fassungen. Ich glaube, ich habe da noch eine Variante Laserdisc. Jetzt auch nicht. Auch den gab es nicht auf Laserdisc. So. Und deshalb, ein kleiner Traum ist in Erfüllung gegangen und es ist ein wunderbar, schön schräger Weltraumfilm. So. Und womit ich gehadert habe, war Bad Milo. Das wäre so dann, wenn Monster aus dem All jetzt nicht rausgekommen wäre, fast pünktlich zur 50. Sendung. Dann wäre es sicherlich Bad Milo gewesen, der von uns einberufene Arthouse-Trash mit dem Arschdämon. Da habe ich ja gerade schon so ein bisschen in dem Trailer gerade, beziehungsweise in dem Blog drüber referiert. Also der war auch unwahrscheinlich komisch. Was ist das? Sie haben was im Po. Und das ist auch ein Film, den kann man durchaus mit seiner Frau gucken, weil es ist eigentlich eine gecoverte Videostory unter dem Mantel eines durchgeknallten Psychofilms. Wenn der Thorsten das sagt, dann glauben wir. Ich kann euch nicht überzeugen, aber spielt ja auch keine Rolle. Ja. Wenn ich ja nicht deine Frau kennen würde.
ja, vielen Dank. Würde ich mir ein bisschen Gedanken machen über deine Partnerwahl. Du sagst Psychofilme, also ich hätte da schlechtere Karten. Aber nun gut, das ist ja... Deswegen treffen wir Männer uns ja hier auch in der Videothek. Untereinander. Was wir aber, glaube ich, nochmal auch, also nicht nur erwähnen, sondern vielleicht auch nochmal besprechen könnten, ist halt die Tatsache, wir wurden jetzt hier wegen unserer Wall of Trash mehrmals darauf angesprochen, wer ist denn jetzt der Beste, also der oben ist oder wie auch immer. Und das ist in diesem Turm eigentlich gar nicht um, der ist schlechter und der ist besser als der andere geht, weil unsere Wertung da einfach ganz anders funktioniert. Und dass einfach alles auf dieser Wall of Trash einfach großartig ist und einfach mal geschaut werden muss. Und der eine ist halt ein bisschen anders trashiger als der andere. Ja, der eine zeigt mehr Möpse, der andere mehr Blut, der dritte mehr Herz und der vierte letztendlich überzeugt durch seine schlechte Machart. Wir haben übrigens für die Filmemacher da draußen, wir haben nochmal ein Anliegen. Also, ganz viele Filme auf dieser Liste hier, auf dieser Wall of Trash, versagen einfach richtig beim Sexorama. Da gibt es regelmäßig einfach 0 bis 1 Punkte, da passiert gar nichts an der Front. Und ich schaue hier gerade auf so ein schönes Russ Meyer Plakat. Jungs, da geht mehr. Und Mädels übrigens auch, da geht mehr. Und wenn ihr da nochmal die ein oder andere Sexszene mit in den Film packt, ja, dann läuft es auch mit der Tischotik-Bewertung besser. Ja, das Bewertungssache. Normalerweise würde ich seinen Begriff wie Möpse nie in den Mund nehmen, aber das passt einfach in dem Kontext besser als Brüste oder Oberweiten. Deshalb sage ich es ja auch, aber ich wollte dich damit nicht rausbringen. Du hast jetzt immer was vor Augen, oder? Also, aber du hast natürlich recht, das Bewertungssystem macht sich natürlich das ein oder andere Brüstchen zu eigen. Wenn man dann zum Beispiel am unteren Ende der letzte Countdown so ein super technologischer Flugzeugträger mit Martin Sheen Film kackt so ab gegen Exzesse im Folterkeller Teil 2. Ja, weil du hast ohne Martin Sheen. Und dieser Film ist wirklich unterhaltsam, weil die sogar Dialogszenen in die Sexszenen reingelegt haben. Mhm. Also da wird dann so ein Kriminalfall besprochen zwischen dem Kommissar und der Schwester eines Opfers oder einer verschwundenen jungen Frau, die der Kommissar eigentlich finden soll. Der schläft dann mal eben mit der Schwester der verschwundenen Frau und die reden dann gemütlich, während die Sex haben, über den Fall. Also so viel dazu. So eine gepflegte Nacktszene ist manchmal für die Charakterentwicklung auch einfach extrem wichtig. Ja, auch in so einem Pseudokrimi mit Dämonen im Keller, genau. Ach, die Altherren-Scherze. Ja. Irgendwo muss man, das ist hier quasi so, weil wir nicht so Eckkneipentypen sind, das ist so unser Eckkneipenersatz hier. Genau, wir leben uns da so ein bisschen aus, fernab der... Unser Sexismus und... Correctness, aber wir haben ja auch mit Sven immer jemand, der dann trotzdem mit dem Finger in die Wunde legt und zwischendurch mal mahnende Worte spricht. Ja. Also ich habe jetzt gerade eben nur Brüste gesagt, ich erwarte natürlich auch Sixpacks und alles andere, was es da so gibt. Ne? Das erwarte ich schon. Alles klar. Gut, wir gucken nochmal rein in die letzten 49 Sendungen. Es gibt nochmal einen kleinen Zusammenschnitt. Und ich liebe diesen Film. So mit so einem großen, mit so einem Roboter, der wird dann immer größer. Von klein auf groß. Klein auf groß. Gut. Ich fürchte, ich muss mir den auch angucken. Ist auch noch ein wunderbarer Sammelschuber mit dabei. Oh! Ich komme vor wie im Verkaufsfernsehen. Die Grindhouse Collection von Subkultur. Was mir da ja so ganz besonders gefällt, ist, man nimmt es raus und oh, es ist mal nicht dasselbe Motiv drauf. Also nicht nur Schweine, sondern auch Menschen geraten dort in den Fleischwolf. Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, beziehungsweise jetzt muss ich mal so ein bisschen aus diesem Movie Minutes Dogma aussteigen und mich mal auskotzen. Ich habe nämlich bei Amazon auch Kritiken gelesen und das mache ich immer ab und zu mal zwischendurch, was die Leute so schreiben. Und was mich immer so wirklich ankotzt, sind dann diese Leute, die für sich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und meinen, nur weil sie irgendwas scheiße finden, müssen alle anderen das auch scheiße finden. Und wer das nicht scheiße findet, ist selber scheiße. Da gibt es nämlich einen Herrn Hoffmann aus Sachsen, den ich hiermit herzlich grüße. Ja, der schreibt nämlich zu dem Film Planet USA, wer so etwas kauft, weiß nicht, was er kauft. Und ich sage Ihnen, Herr Hoffmann oder Hofmann, ich weiß sehr wohl, was ich kaufe, wenn ich diesen Film hier kaufe. Weil ich informiere mich vorher und ich weiß auch, was Satire ist. Das scheinen Sie nicht zu wissen. Wir haben einen wunderbaren Spezialeffekt vorbereitet mit diesem wunderbaren aufblasbaren Tentakel. Ja? Komma, aber... Aber beim Aufblasen ist er geplatzt.
Und das liegt jetzt nicht daran, dass mein Lungenvolumen als alter Asthmatiker so groß wäre. Das ist einfach eine beschissene Produktion. Also, ich sage euch ganz ehrlich, kauft diesen Cthulhu-Arm, aufblasbaren Cthulhu-Arm nicht. Von ihm geliebten 80er-Jahre Filmplakate. Nee, Videocover. Video, ja. Videocover. Videocover, genau. Videocover, Sascha. Video. Entschuldigung, ich muss blättern und reden. Das ja, ist, das zwei Dinge. Das muss eine Frau machen lassen. Wir haben uns jetzt alle drei, jeder für euch einen Film rausgesucht. Wir haben ja ab und zu mal Rechenprobleme, aber wir waren jetzt einstimmig der Meinung, dass das geteilt durch 5 4,2 ergibt. Und damit befinden wir uns am Olymp, ganz weit oben. Ja. In der Liga spielen solche Filme wie Exzesse im Folterkeller Teil 2. Bitte nicht. Invasion der blutrünstigen Bestien. Das heißt aber nichts, weil das ist der absolute... Das ist so, da kommen nur Knallerfilme hin. Ich muss noch was ganz kurz zum Titel sagen. Also das hat mich so ein bisschen geflasht, weil ich diesen Exzess im Folterkeller ein bisschen langweilig finde. Ich meine, man versucht da natürlich die niederen Instinkte anzusprechen, aber das geht doch besser, Jungs. Also mal jetzt hier ans DVD-Label. Einfach einen zweiten Teil von einem altbekannten Gurken, von einer altbekannten Gurkennummer zu nehmen, die kaum einer kennt, höchstens die auf total auf sowas stehen, ist ja ganz gut und schön. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn man so Titel genommen hätte wie Magdalenas Satansorden der Lesbierinnen oder Scharfe Schwester in der heißen Zwischenhölle oder wie wäre es mit Satans Lust und Gottes Schwestern oder vielleicht auch Wilde Miezen in Cthulhus Opferhöhle. Bei seinem Erstlingswerk, wie hieß es noch? Hör mal, Leute, jetzt komme ich da nicht drauf. Mit dem explodierenden Schaf, der Film. Meinst du, ich komme jetzt drauf, wie Peter Jacksons Erstlingswerk heißt? Mein Gott, ich habe Alzheimer. Film-Alzheimer. Das wusste ich nie. Also von daher, bei mir ist noch alles in Ordnung. Alles klar, fällt mir gleich wieder ein. Egal. Danke, Thorsten, für diesen schönen Beitrag. Vielen Dank, weil hinter der Couch stehen schon angebrochene Flaschen. Bis später. Tschüss. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Und bis dann. Viel Spaß mit den Riesenameisen. Und John Collins. Wir waren ein bisschen lang. Aber egal, da ging es um was Wesentliches. Da ging es um was Wesentliches. So. Ja, nach den wertvollen Hinweisen zu qualitativ minderwertigen Cthulhu-Aufblasarmen ist was hängen geblieben ist, wo wir jetzt dringend drüber reden müssen, nochmal als Internetnettigkeit. Es ging um einen Herrn Hofmann aus Sachsen. Genau. Das wundert nichts. Aber bevor wir die Diskussion einsteigen, ganz kurz zum Thema Internetnettigkeit. Im Hintergrund sitzt übrigens gerade der liebe Kollege von der Videohütte, der auch einen wunderbaren YouTube-Channel hat, genauso wie wir, und auch wunderbar tolle Reviews macht. Hallo, grüß dich erstmal, hallo. Hey, VRS-Dude. Mal 20 Sekunden Werbung für deinen Kanal machen. Die Videohütte ist der Platz, an den ihr gehen müsst, wenn ihr die geilsten Video-Reviews zu VRS-Absurditäten auf diesem Planeten haben wollt. Also, wenn ihr bei der Trashothek alles durchgeguckt habt, kommt bei mir vorbei. Siehst du, der Guter hat seinen Text auswendig gelernt. Ich bin übrigens ganz schwer neidisch auf deine Jacke, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also eine Kung Fu-Jacke hat nicht jeder. If we gonna make it like a true survivor. Ja. Also, und wir freuen uns dann auch, wenn wir dann der nächste deinem Videoblog vorkommen. Alles klar. Wir schicken dir ein Tape rüber. Ja, tschüss. Ihr habt es gesehen, er hat wirklich eine echte Videokamera gehabt. Ne? Ja, mit Videokassette. Eine SVHS-Videokamera. Kaum zu glauben. Wieso funktioniert der Akku noch? Ja, aber hast du mal reingeguckt? Also Videohütte ist witzig. Guck da mal cool, rein. Ja. Bin ich wirklich unterhaltsam. Du hast ja seinerzeit eine Sendung in die Länge gezogen, weil du dich auslassen musstest zum Thema Internet-Nettigkeit dabei. Ja. Der Herr Hofmann aus Sachsen, er ist ja bei weitem nicht der Einzelfall dabei. Seitdem wir diese Sendung gemacht haben, ist ja so ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Gibt's für dich neue Erkenntnisse? Was hat sich seitdem getan? Worüber möchtest du dich echauffieren? Also ich beschäftige mich in den letzten Jahren immer mehr auch über das Internet mit Filmen, gebe ich ehrlich zu. Ich bin jetzt vielleicht nicht der super Internet-Nerd, der den ganzen Tag da drin hängt. Aber man guckt halt nach Rezensionen, nach Bewertungen. Und da fällt mir schon auf, gerade in den letzten 2 Jahren hat sich das doch enorm verschärft. Also so ist es mein subjektiver Eindruck, dass sowohl der Umgang untereinander in Diskussionsforen als auch der Umgang von
nennen wir sie mal freundlich Rezensenten, mit Filmen oder auch anderen Produkten jedweder Art immer unterirdischer wird. Also sowohl von der Sprache her, von den Auslassungen her, also das geht wirklich ins Fäkalhafte rein. Und also Netiquette kennen diese Leute alle nicht mehr. Und ich finde das mittlerweile mehr als nur unangenehm und einfach nur mittlerweile auch total nervig, dass jeder Idiot, der zu Hause auf dem Sofa sitzt, so wie wir jetzt hier, aber nichts auf die Reihe kriegt und nichts macht, am Laufen jemand rumdelt, der Film ist total scheiße und wer das guckt, ist doof. Ja? Vor allen Dingen, und das stört mich wirklich ganz extrem, in einem Beitrag, in dem es zum Beispiel darum geht, hey Fans des Films, gebt uns mal eure Meinung, warum ihr den Film gut fandet, als Beispiel. Ja. Und dann mischen sich da Leute ein, die den Film nicht gut fanden und wollen ihn dann konsequent runtermachen. Immer wieder mischen sich Leute ein. Also wenn ich doch, also ich habe früher mal gelernt, wenn ich nichts Gutes zu sagen habe, dann kann ich auch mal schweigen. Oder wenn ich gar nichts zu sagen habe, außer einfach mal die Fresse halten. Einfach mal Fresse halten, ne? Ist auch mal ganz okay. Also, und das ist das, was mich so stört, dass die Leute konsequent einfach, die reden einfach nur um zu schreiben, nur um zu schreiben. Und ja, also, aber der Punkt ist ja, wenn sie was zu vermitteln hätten, ich meine, die können ja sagen, mir gefällt der Film nicht, ich finde den nicht in Ordnung und so weiter, gut geschenkt, aber dann müssen die da nicht Beschimpfungen rauslassen, die Leute mit verunglimpfen, die denen der Film vielleicht gefällt und so weiter. Das finde ich dann sich als persönlichen Angriff an. Weil mir ein Film gefällt, bin ich kein Idiot, so nach dem Motto. Also das, so möchte ich nicht hingestellt werden, nur weil ich hier gerne Trash-Filme gucke. So, nur weil die das vielleicht nicht verstehen, in Anführungsstrichen. Da hast du natürlich auch vollkommen recht. Natürlich kann jeder schreiben und sagen, was er will, solange er sich im Rahmen des Gesetzmäßigen hält, aber es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so. Wenn du wirklich hier voran gehst, das ist so unterhalb der Gürtellinie teilweise. Und ich bin da bestimmt nicht empfindlich. Ich hau auch gerne mal einen Spruch raus, persönlich und so weiter. Aber es ist einfach ätzend. Und es ist einfach mittlerweile gang und gäbe, habe ich das Gefühl, dass man, wenn man im privaten Leben das Maul nicht aufmachen kann, oder weil man sich nicht traut, wenn jemand anders eine andere Meinung hat und dann daneben sitzt so... Und dann schnell nach Hause rennt und dann seinen ganzen Frust und seinen ganzen Stress und Ärger da so richtig rauskotzt. So, das ist das Gefühl, das ist meine Meinung. Das empfinde ich so. Ich meine, wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr uns ja gerne schreiben oder uns jetzt auch niedermachen. Ihr müsst euch auch nicht an die Etikette halten. Wir sind das gewohnt. Ich versuche mich immer mehr da zurückzunehmen, was Verallgemeinungen anbelangt. Die sind ja so und so. Aber was schwierig, ich weiß. Was ich aber beobachtet habe, ist, ich gucke mir sowas immer weniger an, weil ich immer häufiger beobachte, empirisch also, dass du hast ein, zwei Sachen, erste Antworten, die sind noch bezogen auf das eigentliche Thema, bestimmter Film, und wenn dann ein Dialog zustande kommt, wo zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind, dann tritt der eigentliche Sinn total in den Hintergrund und dann zoffen die Leute sich nochmal so wo unten drunter, ja, wir wollten eigentlich darüber reden, ob dieser Film, ob oder dieses Produkt, was auch immer dabei. Leute verlieren sehr oft, sieht man dann das Ziel aus den Augen. Das heißt, sie haben den Blick bei sich oftmals. Und das ist das, was mich daran so unheimlich stört. Das heißt, da ist auch ein Entwicklungsprozess vonnöten, der nicht nur technischer Natur ist, sondern da müssen sich ein paar Leute auch offensichtlich mal intellektuell ein paar Fragen stellen und ein bisschen weiterentwickeln. Also wenn man sich diese Leute erst mal schreiben können. Sonst wird das nie besser. Versuchen Sie Grund. Auf der Post war ja direkt drei Schreibfehler drin. Wenn ich einen auf Internet-Troll mache, verdammt nochmal. Das kann ja hier und da auch mal passieren, wenn mir irgendwas stinkt. Aber dann achte ich so penibel darauf, keine Angriffsfläche zu bieten, wenn einer da auf Halbanalphabet macht. Herr Hoffmann aus Sachsen. Aber kennst du das? Aber Sachsen. Kennst du das? Ich finde, es gibt ja so eigentlich zwei Typen. Es gibt die eigentlich immer sofort so den Karasek oder Reich-Ranitzky raushängen lassen und dann über so einen Film philosophieren, auch wenn sie nicht verstanden haben. Und entweder in den Himmel loben oder auch runterreden ohne Ende. Ja, also alles schon erlebt. Und dann gibt es dann die du auf so Conventions triffst und mit denen du dich dann anfängst zu unterhalten. Und dann kommt dann so die Frage, wie fandst du eigentlich Batman vs. Superman? Und dann stellst du fest, dass dieserjenige, der gefragt hat, mich dann gefragt hat oder so, dann erstmal so leicht mit leichten Zuckungen im Gesicht, wie das Kaninchen vor der Schlange, der sitzt und wartet. Ne? So nach dem Motto. Und wenn du dann sagst, den Film finde ich gut, dann sagt er, ja, der war total super. Ne? Und wenn du dann sagst, aber der Film war scheiße, ja, der war so scheiße. Ich glaube, was ich viel schlimmer finde, ist, das sind die Typen halt, die ich immer so feststelle. Manchmal gucke ich einen Film auch einfach nur, um den Film zu genießen. Ja. Und dann hab ich ihn entweder genossen oder ich habe ihn nicht genossen. Und dann muss ich danach aber auch ehrlich gesagt nicht immer, klar, weißt du, hier in so einem Filmbesprechungsmedium gehört das ein bisschen mit dazu, ja, aber ich muss auch nicht in jedem Facebook-Post einen 17-seitigen Essay darüber abliefern, warum das denn jetzt am Multiverse, DC Universe,
oder an der 17. Comic-Vorlage von 1928 vorbeigeht. Also irgendwo kann man auch manchmal, glaube ich, die Kirche einfach mal im Dorf lassen und einfach mal genießen. Es wird zu viel bewertet, also in dem Sinne. Das ist auch für einen Menschen irgendwann mal schädlich. Jeder hat ja das Recht auf seine Meinung, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde, man muss auch andere Meinungen gelten lassen. Man darf das anderen dann nicht absprechen und das tun diese Leute aber oftmals. Das finde ich halt so, wie gesagt, der Film ist einfach scheiße und wenn du den nicht auch scheiße findest, also entweder hast du wirklich die Leute, die so wirklich Angst, kein Rückgrat haben und sich an deine Meinung ranhängen, wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben, oder es gibt halt Leute, die halt einfach alles niederreden und sagen so, und wenn du den nicht gut findest, bin ich auch nicht mehr dein Freund. Es gibt aber unterschiedliche Perspektiven. Nehmen wir zum Beispiel den gerade von dir erwähnten Batman vs. Superman. Ja. Den nimmt man ja ganz anders wahr, wenn man eben nicht in den Comics so verhaftet ist. Und ich bin nun mal zum Beispiel eine Person, ich habe nicht alle Comics gelesen und kenne mich nicht in den 17 Universen aus. Nein! Runter von meinem Sofa! ich nehme so einen Film ja auch ganz anders wahr. Und dann trägst du eine Green Lantern-Kappe? Der Film war übrigens auch scheiße, aber ich mag die Kappe. Nein, du magst Ryan Reynolds. Entschuldig, ja. So, ja. Was mir übrigens aufgefallen ist, als du es gerade sagst, einfach mal gucken und dann, ob das gut oder schlecht ist, versetzt sich ja nicht in so einen emotionalen Ausnahmezustand. So. Da kann ich mich noch erinnern, als wir bei dieser komischen Premiere waren, vom Tim Fehlbaums Hell. Hell, genau. Danach gab es eine Rezension und wir waren dann natürlich sehr nah dran mit dem Tim selber, wenn wir mit dem geredet haben, wie der quasi bis zur Selbstaufgabe sich diesem Projekt verschrieben hat. Da, bis zur Selbstaufgabe. Und dann zu sehen, dass da Leute dann, eine Frau war das, irgendeine relativ junge Frau, die dann rezensiert hatte, der hat das nicht nur nicht gefallen, sondern die wollte unbedingt die Möglichkeit bekommen, dem Tim Fehlbaum in die Fresse zu hauen dafür, dass er diesen Film gemacht hat und sie den dann quasi ja gucken musste, sollte, wie auch immer. Muss ich dann immer sagen, so geil, wie du das ansprichst, diese Aggressivität, die auch manchmal so kommt. Ich sag mal, Leute, es ist nur ein scheiß Film. Ja. So, wen interessiert das verdammt nochmal, ob der eine Typ den einen Film verhunzt hat, auch wenn das vielleicht gerade das Lieblingsthema ist, wenn es ein Batman-Film ist und das ein großer Batman-Fan oder Star Wars. Ich meine, da würden ja Leute für töten. Religionen. Um Episode 1 zu verhindern. Ich ja. auch, aber... Tatsächlich, nein, aber das Einzige, was ich kenne, wo das noch krasser ist, aber was aus derselben Ecke kommt, ist dieser Religionsblödsinn. Oh, ich habe Religionsblödsinn gesagt. Wir werden alle brennen. Doch, aber Sascha, ist es denn nicht unsere Religion? Ein bisschen. Guck dir die Tapete an. Du gehst sonntags nicht in die Kirche, du gehst sonntags auf eine DVD-Börse. Das ist meine Kirche. Ja. Ich warte ja noch darauf, dass wenn irgendjemand wieder diese Frage stellt, was würdest du tun, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du groß für große Katastrophen verhindern, dass die Leute nicht sagen, ich würde Adolf Hitler töten, sondern dass die irgendwann der Erste ankommt und sagt, ich würde Episode 1 verhindern. Da warte ich ja wirklich noch drauf. Gib der kulturellen Entwicklung noch 10 Jahre und es ist soweit. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Es war ein ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Es war ein herber Rückschlag. Apropos herbe Rückschläge. In 49 Sendungen. Ja, schöner Übergang. Leck mich. Hast du den Übergang gehört? Leck mich fett. Das war ein guter Übergang. Nicht schlecht, ne? Also es gab jede Menge Rückschläge bei den Movie Minutes. Und hier sehen wir so ein paar Beste daraus. Okay, ich spiele es nochmal ab. Guck mal wieder Play hier. Aufnahme auf dem. Was steht tatsächlich auf dem? Hi, ihr Haifischfreunde und Trashfilm-Liebhaber. So, wir haben noch was vergessen, verdammt. Dem geneigten Zuschauer, dem Movie-Mädels, es wird aufgefallen sein, dass ich jetzt einen Frosch im Hals habe. Einmal mit Profis. Bitte. Das ist alles so ein Sugar.
Es gab die Galerie des Grauens vor einigen Jahren. Dann gab es vor 2 Jahren oder so die Rückkehr der Galerie. Raus! Hau ab! Hau ab! Du hast dein Literatur schon bekommen, da kann ich noch mehr. Geh weg! Ich wusste, als du dich umgedreht hast, wusste ich, dass es eine gute Idee war. Bitte, 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 bitte. Okay. Hallo, ihr Schwarz-Weiß-Liebhaber und Trash-Film-Freunde. Herzlich willkommen zum nun dritten Versuch, diese Trash-Film-Folge aufzunehmen. Okay, willkommen bei den Movie Minutes. Das macht nichts, ich bring einen. Okay, da sind wir wieder. Es ist live. Und Trash-Film-Freunde. Herzlich willkommen bei der aktuellen Episode der verdammte Scheiße. Prost. Stille Nacht und so. Ach, mir ist warm geworden. Ja. Mit der Mütze. Ja, ist doch gut. Hast du es geschafft. Ja. Ja, da hat man also gesehen. Ich weiß ja auch vom Thorsten, dass der jetzt nicht mehr das ganze Material gesichtet hat, um die wirklich besten Sachen rauszusuchen. Da reichen einfach nur 5 Minuten, die wir irgendwann mal aufgenommen haben. Da ist immer genug dabei, was wir daneben gehen lassen. Ne? Aber es ist einiges zusammengekommen, ja. Kann man so sagen. Ja, 49 Sendungen, Movie Minutes. Was bleibt da noch übrig? Bier trinken. Anstoßen. Auf die nächsten 50? Jawohl. Jawohl. Sehr froh, mit euch Filme gucken zu dürfen. Ja, Prösterchen. Was gibt's Geileres, als so eine geile 70er-Retro-Tapete auf so einem alten 70er-Sofa zu sitzen? Unseren eigenen Scheiß auf einem Röhrenfernseher zu gucken. Auf einem Röhrenfernseher zu gucken und dabei ein lecker Bierchen zu trinken. Ryan Reynolds. Okay. Für dich vielleicht. Für dich vielleicht. Wobei, Ryan Reynolds, der spielt schon in der Liga. Wenn du mir noch 3 davon gibst, mach ich das auch. Ich wäre fast durchgefallen durch das Sofa. Der Henrik hatte mir zugesichert, dass das neu ist. Okay. Was ist denn da jetzt die Definition von neu? Ja. Okay, liebe da Leute. Da habe ich nicht nachgehakt. Das war die 50. Sendung zu den Movie Minutes. Wir grüßen auch noch recht herzlich den Kai, der heute nicht konnte, der auch bei der einen oder anderen Sendung mit dabei gewesen ist. Ja. Und wir bedanken uns ganz recht herzlich natürlich bei euch. An allen 32 Zuschauern. Es sind schon ein paar mehr mittlerweile, ganz ehrlich. Und wir sagen ein herzliches Dankeschön an euch, wie ihr uns die Treue haltet und regelmäßig auch in unsere Sendungen reinklickt. Genau. Auch ein herzliches Dankeschön an uns, weil wir machen ja die Arbeit. Sascha, du bist so ein Narzisst. Ja. Ich danke Herr Vorderpilz für dieses... Du musst gerne, du brauchst, du, da müssen noch ein paar Tränen dabei. Moment, ich danke meiner Mutter, meinem Vater und Herr von Tilt. Ohne dass das alles hier so überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Okay, liebe Leute, ihr merkt schon, wir haben schon mehr als einen Pilzchen getrunken hier. Ja, nochmal vielen Dank an euch. Schaut wieder rein. Es gibt jetzt eine kleine Sommerpause und danach sind wir wieder für euch da. Die Movie Minutes gehen auf jeden Fall und weiter. Bleibt so lange fröhlich, kauft mehr Fliesentische, die sind vom Aussterben bedroht. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Prost. Tschüss. Oh.